kommen wir jetzt zum Thema TTIP und Investitionsschutz. Also erstmal Erfahrungen mit Investitionsschutz, einem Abkommen allgemein. Es gibt ja etwa 3000 Stück, da gibt es einen reichhaltigen Erfahrungsschatz. Das würde ich folgendermaßen aufbauen, nämlich einmal die sogenannten substanziellen Schutzbestimmungen, also was wird eigentlich im Investitionsabkommen geregelt oder geschützt, welche Rechte werden da wem gegeben und dann, wie können diese Rechte durchgesetzt werden. Das sind dann diese Durchsetzungsmechanismen, also das eigentliche ISDS. Das ist manchmal auch in unserer Kommunikation so, wie ich es vielleicht schon mal anbringen kann, dass häufig immer ISDS so als Vorbegriff genannt wird. ISDS ist aber eigentlich nur der Durchsetzungsmechanismus. Ne? Und das wirklich der Oberbegriff ist eigentlich Investitionsschutz oder Investitionsschutzabkommen. Dann werde ich drei Fallbeispiele bringen, die ganz gut verschiedene Probleme der Investitionsschutzabkommen darstellen. Dann würde ich noch ein bisschen eingehen auf das, was die EU als Reformagenda bezeichnet, nämlich das, was sie jetzt im Rahmen des TTIP machen will. Sie sagt nämlich, sie hat verstanden, was Probleme gibt. Das erkennt sie an, sagt sie auch, und sie hätte es gelöst. Und das kann man aber auch anders sehen und das sollten wir auch mal ein bisschen besprechen, weil das wird mit Sicherheit auch, zumindest für die, die stärker mit der Kommunikation der Sache zu tun haben, eine Aufgabe werden, das zu verstehen und das auch auseinandernehmen zu können. Ne? Also was tatsächlich jetzt an der Agenda der EU-Reform ist und welche Richtung es geht. Dann zunächst mal Erfahrungen mit diesen Abkommen. Deutschland hat es erfunden, 1959 war das erste moderne Abkommen mit Pakistan, sondern das bilaterales Investitionsschutzabkommen. Danach gab es dann jahrzehntelang viel, viel weitere Verträge, die immer zwischen zwei Staaten abgeschlossen worden sind. Irgendwann in den 90ern hat man dann versucht, ein multilaterales oder internationales Abkommen zu vereinbaren, sogar zweimal. Einmal, das hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, das MAI-Abkommen, multilaterales Abkommen über Investitionen, das war im Rahmen der OECD. Versuch, ein internationales Abkommen zu vereinbaren, einmal im Rahmen der WTO. Beide Versuche sind gescheitert, und zwar erstens am starken zivilgesellschaftlichen Widerstand und Protest, vor allem in Frankreich, Kanada, teilweise auch in den USA, aber auch an bestimmten innerlichen Konfliktpunkten, nämlich geistiges Eigentum und vor allem Kultur. Also gerade beim MAI war das entscheidend, die Franzosen hatten einfach keine Lust und haben es heute noch nicht auf Hollywood Filme und auf amerikanische Musik und französischem Radio, denn da gibt es klare Quoten, wie stark französische Musik zu hören sein muss. Und das ist neue deutsche Handelshemmnis. Das hätte man mit dem MAI wegkriegen können, das wollten die Franzosen nicht. Und daran ist dann dieses Abkommen gescheitert. Man ist dann weiter den Weg gegangen, immer weitere Verträge bilateral oder regional zu vereinbaren. Also regional war es zwischen mehr als zwei Staaten. Und hat dann im Rahmen der WTO einige Teilbereiche des Investitionsschutzes erfasst. Es gibt das sogenannte GATS-Abkommen, das ist Handel über das Abkommen mit Handel mit Dienstleistungen, das TRIPS-Abkommen, das ist Handel, Abkommen über handelsrelevante Investitionsmaßnahmen. Die sind aber jetzt nicht so fürchterlich maßgeblich. Erstens enthalten kein ISDS, zweitens enthalten keine Enteignungsregeln und drittens gelten die wirklich nur für handelsbezogene Investitionsmaßnahmen oder eben für Dienstleistung. Aber wichtig ist aber schon, oder solltest du es mal gehört haben, dass es im Rahmen der WTO auch schon Investitionsverträge gibt. Es gibt dann noch so ein paar so schräge Vögel, nämlich so sektorale Abkommen. Und das ist gar nicht so irrelevant, denn aufgrund eines solchen Abkommens werden wir dann verklagt. Und wer weiß, was damit gemeint ist. In meinem Fall, in der Bundesrepublik Deutschland, kommt das Atomausstiegs. Genau, und wer ist der Vertrag? Energiecharta-Vertrag. Das ist halt ein sektoraler Vertrag, der nur für den Bereich Energie bestimmte Investitionsschutzklauseln und auch Durchsetzungsklauseln regelt, aber auch noch andere Sachen enthält. Energiezusammenarbeit, Energieeffizienz, auch Umweltbestimmungen, was ansonsten völlig atypisch ist. Mittlerweile haben wir über 3000 von diesen Abkommen, Tendenz steigend. Allerdings gibt es mittlerweile auch eine gewisse gegenläufige Tendenz. Es fangen jetzt die ersten Staaten an, sich zurückzuziehen aus dem System. Also zum Beispiel Indonesien klickt sich aus diesen Verträgen, Südafrika kündigt seine Verträge. Australien
hat sogar jetzt, nachdem sie verklagt werden, von Philip Morris gesagt, sie schließen keine weiteren Verträge mehr ab. Also gibt es langsam so gegenläufige Tendenzen. Okay, genau. Und also IIA, also das internationale Investitionsabkommen, enthalten halt immer grundsätzlich diese materiellen Schutzbestimmungen, also gerechte Investoren und wie kann man es durchsetzen. Ich fange mal an mit den substanziellen Schutzbestimmungen, weil ich jetzt nicht in jeden einzelnen Punkt total tief reingehen kann. Das würde uns einfach zu lange dauern. Das sind auch nur die wichtigsten, es gibt noch einige weitere. Meistens ist es so, dass bei Klagen, also ISDS-Klagen, mehrere von diesen Punkten angegriffen werden, manchmal sogar alle, von diesen ersten zumindest 6 Punkten, so nach dem Versuch, so ein bisschen mit Schrot zu schießen und irgendeine Kugel wird schon treffen. Ne? Also manche Klagen sind so absurd, dass man so weiß, es wird nicht, aber man versucht dann, dass man zumindest mit einer Argumentation durchkommt. Das ist auch ein relativ normales Verfahren, auch in der Rechtsprechung. Der erste Punkt ist Nichtdiskriminierung. Das ist eigentlich ziemlich einfach und klar, spielt aber in der Praxis keine allzu große Rolle, nämlich dass ausländische Investoren und deren Investitionen nicht schlechter behandelt werden dürfen als inländische Investoren. Also wenn zum Beispiel Deutschland ein Gesetz macht, eine neue Steuer erlässt, sagen wir mal Rohstoffsteuer von 50%, und sagt, aber nein, Ausländer müssen 90% zahlen, dann muss man zumindest vielleicht gute Gründe haben, das zu rechtfertigen, wenn man so einen Vertrag geschlossen hat, weil das ist dann eine erkennbare Diskriminierung, also eine Ungleichbehandlung. Wobei nicht jede Ungleichbehandlung automatisch Diskriminierung ist, also gibt es immer auch eine Abwägung mit öffentlichen Interessen, aber eigentlich geht es hier darum, dass ausländische Investoren halt schlechter behandelt werden und dadurch auch geschädigt werden im Vergleich zu inländischen Investoren. Genau, das ist das Thema Nichtdiskriminierung und das spielt in der Praxis bei den Klagen mittlerweile keine entscheidende Rolle mehr. Wahrscheinlich deshalb, oder mit ziemlicher Sicherheit deshalb, weil es so fürchterlich viele klare Diskriminierung, also ungleich und schlechter Behandlung von ausländischen Investoren gar nicht gibt. Das kommt eigentlich relativ selten vor. Also zum Beispiel, wenn man sich mal anguckt, laufende Klageverfahren, Vattenfall gegen Deutschland, komme ich nachher noch ein bisschen genauer zu. Da ist ein Gesetz beschlossen worden, das hat überhaupt keine Differenzierung, ob jetzt ein ausländischer Konzern ein Atomkraftwerk betreibt oder in Deutschland. Es wird einfach gesagt, wir steigen aus des Atomenergie. Trotzdem fühlt sich Vattenfall da diskriminiert und hat auch deswegen auch geklagt, aber sehr viel bessere Chancen haben sie mit anderen Punkten. Zum Beispiel mit dem zweiten. Das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt bei den materiellen Schutzbestimmungen, die sogenannte faire und gerechte Behandlung. Fair and Equitable Treatment, das wird vollkommen unterschiedlich angewandt von den Schiedsgerichten. Der Begriff ist ja auch schon relativ schwammig, ne? Was ist eine faire und gerechte Behandlung. Es gibt von manchen Schiedsgerichten die Auslegung, dass damit nur so ein Mindestbehandlungsstandard festgelegt wird, nämlich ein sogenannter völkerrechtlicher Mindestbehandlungsstandard. Der bedeutet, dass zum Beispiel, wenn es Unruhen gibt oder wenn Revolutionen sind oder sowas, dass dann ausländisches Eigentum geschützt werden muss. Das sind so schon mal Polizeistreifen vorbeischickt oder auch ein paar mehr, um dann halt Ölplattformen zu sichern oder irgendwas. Das ist so ein sogenanntes Polizeirecht, Polizeipower, also so ein Mindestbehandlungsstandard. Allerdings haben die meisten Schiedsgerichte das sehr viel weitgehender ausgelegt. Sie sagen, dass darüber hinaus auch legitime Erwartungen von Investoren geschützt werden. Legitime Erwartungen wiederum kann auch alles Mögliche sein. Das kann zum Beispiel sein, ich habe investiert in ein Land und habe eine bestimmte Rechtslage vorgefunden. Zum Beispiel ein Steuerniveau oder ein bestimmtes Lohnniveau oder ein bestimmtes Sozialniveau. Und dann kommt dieser Staat auf die blöde Idee, was weiß ich, Mindestlohn zu erhöhen oder Steuerstaat zu erhöhen oder ganz anderes Sozialsystem einzuführen. Da gibt es tatsächlich einzelne Klagen und einzelne Urteile, die gesagt haben, die Rahmenbedingungen für den Investor haben sich so stark verändert, dass dadurch die legitimen Erwartungen enttäuscht wurden oder frustriert worden sind. Und die haben dann einen Schadenersatz zugesprochen. Wenn er dann irgendwie nachweisen konnte, dass auch geschädigt worden ist, das ist schon auch eine Voraussetzung. Also da kommen manchmal ganz hanebüchene Sachen mit hinzu. Ein weiterer Punkt, den ich auch mal lustig finde, ist, dass manche Investoren Klagen gewonnen haben, weil sie angeblich Versprechungen bekommen haben. Versprechungen vom Staat. Diese Versprechungen müssen noch nicht mal schriftlich fixiert sein, sondern wird dann einfach gesagt,
das breit ausgeführt. Man hätte doch von den zuständigen Behörden zugesichert bekommen, dass man in einer gewissen Zeit die Genehmigung für ein Projekt X bekommt. So, dann bekommt man diese Genehmigung nicht, dann ist man quasi in seiner legitimen Erwartung eines verbalen Versprechens, das nicht eingehalten wird, enttäuscht worden, frustriert worden und kann dann versuchen, darüber Schadenersatz einzufordern. Das ist also eher ein extremes Beispiel, aber das hat es auch schon gegeben, dass sich aufgrund mündlicher Versprechungen, die vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich nicht eingehalten worden sind, jemand dann Schadenersatz bekommen hat. Dieser zweite Punkt, das ist ungefähr so 75% aller Klagen in den USA oder von US-Investoren beruhen auch auf diesem Punkt, also diesem faire und gerechte Behandlung. Dann kommt gleich der nächste, sehr zentrale Punkt. 75% bekommen die dann auch recht? Wird einfach als Grund angenommen? Als Standpunkt. Zu den Erfolgsgruppen komme ich dann auch noch hin. Der nächste wichtige, das sind, glaube ich, kann man sagen, die beiden zentralen, diese Punkte 2 und 3, ist direkte und indirekte Enteignung. Und da hat sich das Konzept auch des Investitionsschutzes auch sehr, sehr stark geändert. Also ursprünglich war der Investitionsschutz gedacht, um wirklich direkte Enteignung zu kompensieren. Also wenn, was es tatsächlich in den 60er, 70er, 50er Jahren häufig gab, Entwicklungsländer sich dekolonisiert haben, also sich abgeschüttelt haben von den Kolonialherren, dann haben sie häufig deren Unternehmen verstaatlicht. Ja, das hat es häufig in Afrika gegeben, in Asien, das hat auch ökonomisch teilweise auch sogar positive Effekte gehabt. Dafür muss man dann aber auch den Investor kompensieren. Das ist auch ein völlig normaler, anerkannter Vorgang, das ist auch im Grundgesetz geregelt, ne? Dass man natürlich enteignen kann, aber dafür muss man dann entschädigen. Und diese Enteignung ist dann aber so gemeint, dass ich physisch das Eigentum eines Investors nehme. Wenn ich dir dein Handy nehme, dann habe ich physisch einen Wertgegenstand genommen. Ja? Ich habe dich jetzt geschädigt und möglicherweise sogar ungerechtfertigt. Ich kann das nicht zwar behalten, das ist kein Problem, aber ich muss dich entschädigen dafür. Ne? Das ist direkte Enteignung. Das ist eigentlich relativ klar und das ist auch völlig unumstritten. Und das ist auch nicht das Problem. Das Problem ist die indirekte Enteignung. Und das ist mittlerweile eigentlich der zentrale, also neben diesem zweiten Punkt, wäre gleich der zentrale Angriffspunkt, dass Investoren Kompensation haben wollen, weil sie sich indirekt enteignet fühlen. Und indirekte Enteignung kann jede staatliche Aktivität bedeuten, die dazu führt, dass ein Investor seine Investitionen nicht mehr, entweder gar nicht mehr ausüben kann oder eben signifikant geschädigt wird. Das kann zum Beispiel sein, eine exzessive Besteuerung. Ja, wenn ich eine Steuer, die mal bei 10% war, auf 90% erhöhe für irgendwas, Ölsteuer oder so, dass das tatsächlich zu riesigen Schäden führt, dann kann das einer direkten Enteignung faktisch gleichkommen und dann führt das eben zu einem Entschädigungsgrund. Es kann aber auch sein, dass man durch bestimmte Gesetze faktisch dazu führt, dass jemand nicht mehr investieren kann. Wenn ich zum Beispiel Qualifikationshürden so errichte, dass nur inländische Unternehmen sie erfüllen können oder vielleicht gar keiner sie erfüllen kann, dann hat niemand mehr was weg. Aber dann kann ich einfach keine Investitionen mehr entsprechend ausüben. Oder wenn ich eine Investition getätigt habe und dann nachträglich die Anforderungen erhöhe, dass ich dann sage, nein, ihr könnt nicht mehr eure Müllökonomie betreiben, weil ihr habt gar nicht die Nachweise gemacht. Ja? Und ihr könnt die auch nicht mehr erbringen. Ist zu spät, dann ist das auch eine indirekte Enteignung. Auch das ist eigentlich relativ anerkannt, das Konzept von indirekten Enteignung. Das ist schon lange eigentlich auch völkerrechtlich verbindlich vereinbart, dass man einen Investor sowohl direkt schädigen kann, als auch indirekt. Aber, und das ist die neue und auch die gefährliche Entwicklung, mittlerweile wird so ziemlich jede staatliche Aktivität, auch jede gesetzliche Maßnahme und jede Regulierungsmaßnahme, die Investoren einfach nur schädigt, und sei es auch nur zu einem kleinen Bestandteil, als indirekte Enteignung angesehen. Also es gibt da, kommen wir mal zu einigen Beispielen. Es gibt Investoren, die eben sagen, dass zum Beispiel Warnhinweise auf Zigarettenschachteln, Philip Morris macht das gerade, dass die so abschreckend wirken, dass eben der Verkauf von Zigaretten so stark zurückgeht, dass ich einen so starken Schaden habe, dass ich faktisch indirekt enteignet werde. Und viele, viele andere Punkte. Und da ist leider die Rechtsprechung oder die Schiedssprechung, genauer gesagt, mittlerweile doch sehr, sehr stark gekippt. Also anfangs war es die
der direkte Schutz vor dem, so einer bösen Nationalisierung der Entwicklungsländer jetzt hin zu der sogenannten regulativen Enteignung, also Regulatory Takings ist dann so der Begriff. Und das ist eben einer der ganz zentralen Angriffspunkte. Der vierte Punkt ist unangeschränkter Zahlungsverkehr. Das bedeutet, dass alle Zahlungen, die ein Investor zusammen mit Investitionen macht, also alle Gewinnabflüsse, alle Überweisungen an die Angestellten, dass die nicht eingeschränkt werden dürfen. Das ist in der Praxis jetzt, zumindest das Schiedsverfahren, eigentlich kein großes Problem. Es ist aber in Krisensituationen sehr schwierig, weil zum Beispiel Argentinien oder auch Venezuela haben, als sie Währungskrisen hatten, eben den Zahlungsverkehr auf Investoren eingeschränkt, weil eben sie Kapitalflucht vermeiden wollten. Und das ist dann auch ein Verstoß gegen den Vertrag und ja, kann eben auch zu sehr, sehr teuren Schadenersatzzahlungen führen. Dann gibt es noch was Lustiges, das ist die sogenannte Schirmklausel oder Umbrella-Klausel. Und das ist quasi eine allgemeine Auffangregelung, die ähnlich wie der Punkt 2, faire und gerechte Behandlung, sagt, dass ein Investor ja, legitime Erwartungen hat, die man nicht frustrieren darf, und dass auch Verträge, also privatrechtliche Verträge, die ein Staat mit einem Investor abgeschlossen hat, dass die dann wiederum über so Investitionsschutzabkommen eingeklagt werden können. Also das ist, diese eine Vertragsebene ist, ich als Bundesland in Deutschland oder das Land Berlin mache einen Ansiedlungsvertrag mit General Motors, ne, für eine neue Autofabrik. Und da stehen dann halt bestimmte Sachen drin. Dann habe ich einen Vertrag, der ist rechtsgültig, kann auch vor Zivilgerichten in Deutschland eingeklagt werden, aber über diese Schirmklausel wird dann diese privatrechtliche Vereinbarung zu einer völkerrechtlichen Vereinbarung. Das heißt, privatrechtliche Vereinbarungen können dann über ISDS auch dann eingeklagt werden. Auch das ist in der Praxis sehr, sehr häufig der Fall, weil größere Investitionen, gerade im Rohstoffbereich, beruhen immer auf privaten Verträgen zwischen Staaten und Investoren. Der sechste Punkt ist vor allem jetzt für Entwicklungs- und Schwellenländer relevant. Das ist eigentlich ein anerkanntes Instrument der Entwicklungspolitik und der Wirtschaftspolitik, dass man Investoren mit oder Investorentätigkeit mit Auflagen versieht. Zum Beispiel China lässt grundsätzlich keine ausländischen Investoren ins Land, ohne dass die bereit erklärt haben, ein Joint Venture zu bilden. Das heißt, dass sie mit einem einheimischen chinesischen Unternehmen ein Gemeinschaftsunternehmen gebildet haben, mit Technologietransfer erfolgt, damit auch weiterer Know-how-Transfer von diesen ausländischen Unternehmen erfolgt. Und das machen auch viele ausländische Unternehmen problemlos mit, aber manche eben nicht, und gerade die USA halten davon gar nichts, und in alten Verträgen schränken sie diese Auflagen radikal ein, dass eben keinerlei Joint Venture Verpflichtungen drin sind oder manchmal auch Technologietransferverpflichtungen. Das wird also sehr stark eingeschränkt, und das frustriert sehr, sehr stark mittlerweile Schwellenländer, weil die eben eigentlich relativ stark auf solche Instrumente angewiesen sind. Und historisch war es immer so, dass gerade die USA und auch die Europäer sehr, sehr stark so gearbeitet haben, als sie sich selber entwickelt haben. Also waren sie die Meister darin, wenn sie überhaupt ihre Märkte geöffnet haben, was die USA bis heute in vielen Bereichen noch nicht getan haben, dann haben sie immer diesen ausländischen Investoren Auflagen erteilt. Aber jetzt sind sie so weit entwickelt, dass sie es nicht mehr brauchen als Instrument, und versuchen jetzt aber andere diese Möglichkeiten zu nehmen. Das ist eben auch Bestandteil vieler dieser Verträge. Gut, der nächste Punkt ist, die Kündigungsfristen haben wir kurz schon angesprochen, das differiert sehr, sehr stark von Abkommen zu Abkommen. Die härtesten, das war zum Beispiel der MAI-Vertrag, hat so ein zweistufiges Kündigungsmodell. Ich glaube, nach 5 Jahren kann man kündigen, aber für bestehende Investitionen gelten die Schutzbestimmungen noch weitere 15 Jahre fort. Das heißt, man ist aber aus dem Vertrag raus oder hat ihn gekündigt, aber er gilt trotzdem noch 15 Jahre weiter, also insgesamt 20 Jahre. Das wird begründet damit, dass das doch logisch ist, also als die Befürworter, die so lange Kündigungsfristen rechtfertigen, wenn ich investiere, dann habe ich einen gewissen Investitionszeitraum, für den ich mich verpflichte und der betriebswirtschaftlich quasi notwendig ist, um meine Investition zu amortisieren. Ja, aber sonst kann ich ja dann meine Investition nicht quasi in Gewinne umwandeln, deshalb brauche ich eben so eine lange Kündigungsfrist. Das da natürlich auch ein Staat sich selber sehr, sehr stark einschränkt und beschränkt, steht auf einem anderen Punkt.
Das ist aber, wie gesagt, unterschiedlich. Zum Beispiel bei NAFTA-Abkommen, also nordamerikanische Freihandelszone, ist man nach anderthalb Jahren wieder draußen. So, und der Clou an der ganzen Geschichte ist, all diese Regelungen enthalten ausschließlich Rechte für Investoren. Also es sind fast nie Pflichten vorgesehen. Das gibt es interessanterweise im Energiechartervertrag, da gibt es ein paar Pflichten für Investoren. Aber ich schätze mal, so 99% aller Investitionsabkommen werden ausschließlich Schutzrechte für Investoren festgelegt. Und zwar nur für ausländische Investoren. Die sind ausschließlich für Auslandsinvestoren zugänglich und nicht für einheimische Unternehmen. Das ist auch noch wichtig. Die Frage, wie wird es durchgesetzt? Das hat sich auch historisch mit ganz schön auseinanderentwickelt. Also grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man regelt nichts Besonderes und sind einfach die nationalen Gerichte zuständig. Oder man schreibt sogar einen Vertrag rein, die nationalen Gerichte sind zuständig. Das machen zum Beispiel die Chinesen. In jedem chinesischen Investitionsschutzvertrag steht drin, für Rechtsstreitigkeiten sind ausschließlich chinesische Gerichte zuständig. Die sind einfach knallhart, ansonsten unterschreiben die keinen Vertrag. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Staat-Staat-Streitschlichtung. Das gibt es in der WTO. Das heißt, wenn ein Investor ein Problem hat, muss er zu seinem Staat gehen. Also musste halt Vattenfall Schweden überreden oder General Motors musste die USA überreden, für sie tätig zu werden, eine Klage zu führen gegen den anderen Staat, der den Investor vermeintlich in seinen Rechten verletzt hat. Das läuft denn vor der WTO? Das gibt es im Rahmen der WTO, da gibt es Staat-Staat-Streitschlichtung mit eigenen auch Schiedsgerichten, ne, die aber anders arbeiten als diese. Es gibt aber auch besondere Staat-Staat-Verfahren. Brauchst du ja noch nicht mehr, weil kommt man noch zu, spielt überhaupt keine Rolle. Also es gibt eigentlich nur in der WTO diese zwischenstaatlichen Streitfälle, aber eigentlich nicht bei Investitionsabkommen. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich zu 99% die Sache, die es durchgesetzt wird, ist das berühmte ISDS. Interessant ist, dass das relativ, dass es am Anfang wirklich nur die zwischenstaatliche Streitschlichtung gab. Also erst im Vertrag von 1959 bis 1968 gab es nur Staat-Staat-Streitschlichtung, es gab keinen einzigen Streitfall. Es hat nie jemand geklagt. Also 9 Jahre lang, ich weiß nicht warum nicht, es gab da noch nicht so viele Verträge, hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Dann gab es den Durchbruch, in dem der kam durch die Weltbank. Und die Weltbank hat eine Tochter gegründet, die nennt sich ICSIP, das ist das Internationale Zentrum für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten, und die versteht sich als eine Agentur, Institution, die einen Rahmen bildet, um Investor-Staat-Schiedsverfahren durchzuführen. Das heißt, es gibt sowohl einen völkerrechtlichen Vertrag, der bestimmte Verfahren festlegt, und es gibt auch eine Institution, wo zum Beispiel dann auch Richter registriert werden, wo Verfahrenshilfen geleistet werden, wo auch alles schon dokumentiert wird. Das macht eben diese ICSIP, das war der Durchbruch für ISDS. Und mittlerweile ist es eigentlich in fast allen Verträgen drin. Also es gibt eigentlich kaum noch neue Verträge, in denen ISDS nicht drin ist. Wie gesagt, China wehrt sich dagegen, Indien glaube ich auch, wobei die glaube ich sowieso keine Investitionsverträge so richtig haben. Und ansonsten eben Einzelländer klingen sich wieder aus, wie ich vorhin gesagt habe, aber eigentlich ist das jetzt überall drin. Ja, WTO hatte ich schon gesagt. So, und was auch relevant ist, das umgekehrte Klagerecht gibt es fast nie. Dass ich als Staat und Investor verklagen kann vor internationalen Gerichten oder auf Grundlage von Investitionsabkommen, das gibt es eigentlich nie. Wie soll es so gehen? Weil es gibt ja auch keine Pflichten für Investoren. Wo keine Pflichten sind, kann man verletzen. Insofern ist es eine Einbahnstraße, das ist ein Modell, was ausschließlich ausländischen Investoren Rechte einräumt und auch ausschließlich denen dann gewisserweise, logischerweise, Klagerechte gegenüber den Staaten einräumt. So, dann gucken wir uns mal das Verfahren des ISDS ein bisschen genauer an. Ich habe mir das mal angesehen, woran das eigentlich herkommt, historisch. Und das ist ganz interessant, es kommt aus der allgemeinen Schiedsgerichtsbarkeit, die es schon im Mittelalter gab und die zwischen Kaufleuten entwickelt worden ist. Die hat im Grunde einige wenige Grundsätze. Also einer oder zwei von diesen Grundsätzen sind Vertraulichkeit und Endgültigkeit. Vertraulichkeit, ne, klar, also ist alles wirklich unter der Decke halten, alles intransparent. Endgültigkeit, es wird was entschieden, das ist dann so.
Es ist ein totaler Unterschied, beide Prinzipien zur staatlichen Rechtsprechung. Ja? Also staatliche Rechtsprechung in allen Rechtsstaaten basiert auf dem Öffentlichkeitsprinzip, immer. Ja? Es mag Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geben für einzelne Sachen, aber es gibt öffentliche Verhandlungen, es gibt öffentliche Urteile, es gibt die Möglichkeit, dahin zu gehen, das anzugucken. Man kann zum Bundesverfassungsgericht gehen oder zum Verwaltungsgericht sich angucken, was da noch verhandelt wird. Das ist bei diesem Schiedsverfahren nicht möglich. Und die Endgültigkeit ist eben auch völlig atypisch für staatliche Rechtsprechung. Das gibt es nur in absoluten Ausnahmefällen. Es ist ganz klar, dass es hier ein stuftes Rechtssystem gibt, Berufungen, Revisionsmöglichkeiten. Das alles gibt es in dieser Schiedsgerichtsbarkeit grundsätzlich nicht. Das ist ein privates Schiedsgericht, es besteht aus drei Schiedsrichtern. Beide Seiten einigen sich auf einen Vorsitzenden und jeweils ein Schiedsrichter wird von einer Streitpartei benannt. Das läuft dann so, da gibt es häufig auch Seitenwechsel. Ne? Also wenn ich als Investor, Chevron irgendwie eine Klage mache, dann gucke ich einfach, wer macht das. Und dann kann es sein, weil es gibt nur relativ wenige von diesen Investitionsschiedsrichtern, es gibt genau 15 Stück, die 55% aller Klageverfahren durchgeführt haben. 15 Stück. Wie viel sind es insgesamt? Ich weiß nicht, ich schätze mal schon irgendwie 100 oder sowas. Es sind ganz wenige, die wirklich einen ganz erheblichen Anteil dieser Verfahren bestreiten. Also wenn ich als Chevron klage, dann hole ich mir einen von diesen 15 oder vielleicht 100. Es kann aber sein, dass der ein halbes Jahr vorher oder vielleicht einen Monat vorher für die USA, also für den Staat USA, Verteidiger war. Ja? Oder, hi. Oder dass er Vorsitzender eines Tribunals war, wo ein italienischer Konzern die Linien geklagt wurde. Das ist dann vollkommen, da gibt es überhaupt keine Regel. Also man kann so viele Fälle annehmen, wie man will. Man kann mal für die Klageseite arbeiten, man kann mal für die staatliche Seite arbeiten, man kann mal Vorsitzender sein. Es gibt insofern auch Interessenkonflikte, das ist dann weiter unten. Dass manchmal Schiedsrichter auch bei Prozessfinanzierern arbeiten. Also Prozessfinanzierer sind die, ne, die eben sagen, ich gebe dir einen Kredit für eine Klage. Und wenn du die Klage gewinnst, dann zahlst du mir 20% von der Summe als Erfolgsbeteiligung. Manchmal arbeiten diese Anwälte dann auch bei diesen Prozessfinanzierern. Ne? Also das heißt, sie finanzieren gewissermaßen auch selber den Job mit, da gibt es wie hanebüchene Geschichten. Und diese Interessenkonflikte sind halt ein ganz, ganz großes Problem mittlerweile geworden. Es gibt auch immer mehr Ablehnungen von Richtern durch Staaten, die sagen, nein, wir akzeptieren diesen Richter nicht, weil die in anderen Verfahren halt völlig unmöglich aufgetreten sind oder eine sehr investorenfreundliche Interpretation vorgenommen haben oder weil sie zum Beispiel Rechtsberater waren von Unternehmen. Das ist auch sehr häufig der Fall, dass bestimmte Anwälte halt Unternehmen beraten haben, bevor sie investiert haben. Und dann, wenn es zum Konflikt kommt, dann werden sie halt Anwalt und Teil des Schiedsgerichtes und können dann wirklich über ihre eigene Beratungstätigkeit mitentscheiden. Da gibt es überhaupt keine oder nur sehr, sehr grobe Interessenkollisionsregeln und ist natürlich ein tolles Modell, weil auch niemand so genau durch die Finger schauen kann. Also es ist gelungen, mit diesem Investitions- oder Investor-Staat-Klageverfahren private für privatrechtliche Strukturen zu nutzen, die aber völkerrechtlich zu verankern und auch durchzusetzen. Das ist genau mein Ziel. Also man hat sich das Mittel des Völkerrechts bedient, um eine privatrechtliche Struktur durchzusetzen. Das ist halt einfach das Geniale. Man hat irgendwas dann angefangen, Deutschland eben, wobei da war noch keine Stadt, kein Investor-Staat-Verfahren drin, aber irgendjemand, ich weiß nicht, in welchem Vertrag das erstmals drin war, ist auf die Idee gekommen, ist doch super, ich mache jetzt halt diese Schiedsgerichtsverfahren, setze die einfach durch, die Staaten haben es auch selber beschlossen. Und das haben dann sogar jetzt mittlerweile 3000 Verträge entsprechend inkorporiert. Und es ist tatsächlich völkerrechtlich bindend, also die Schiedsbrüche sind genauso verbindlich wie ein WTO-Urteil oder wie ein internationales, also Urteil vom IGH und sind auch vollstreckbar. Das heißt, sie werden durchgesetzt und zwar zu 90% freiwillig, also wirklich 90% aller Schiedsbrüche werden freiwillig befolgt bei den Staaten. Und wenn ein Staat mal nicht zahlt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Geld trotzdem einzutreiben. Das ist zum Beispiel Konfiszierung von Staatseigentum. Das haben die Amerikaner auch ein paar Mal schon gemacht. Also wenn Argentinien beispielsweise
Da gibt es auch einen Fall, aber das ist kein Investorverfahren, das ist ein staatliches Verfahren, aber passt ganz gut. Argentinien hat gerade einem Investor irgendwelche Schuldscheine nicht ausgezahlt. Und da sind die vor das Gericht gegangen, haben gewonnen und Argentinien hat aber einfach nicht gezahlt. Man hat in den USA gesagt, okay, kein Problem, dann bringen wir das Ganze vor ein US-Gericht. Das US-Gericht hat natürlich für den Investor entschieden. Und die USA ziehen dann argentinische Vermögensgegenstände in die USA ein. Ja? Das ist manchmal so irre, dass zum Beispiel irgendwelche Schiffe nicht mehr die Häfen verlassen können, weil die sind dann konfisziert. Das ist quasi der Gegenwert für die nicht bezahlte Schadenersatzsumme. Also die ziehen dann quasi an staatliche Eigentum ein, also nicht von argentinischen Staaten. Ja, jetzt, das müsste staatliches Eigentum sein. Das müsste staatliches Eigentum sein. Und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten. Es gab auch schon Fälle, dass Kampfflugzeuge, ich werde gar nicht sagen, Kampfflugzeuge sind dann einfach irgendwo einbehalten worden. Die waren dann auf irgendeiner Basis so, in einem verbündeten Staat, und aber der hat dann einfach ein Verfahren verloren und hat sich gezahlt und dann gesagt, okay, wir behalten einfach einen Flieger hier. Das nützt dann dem Investor vielleicht auch nichts, weil der kriegt den Flieger nicht, aber zumindest hat dann der Staat den Schaden, ne? Und vielleicht zahlt er dann doch. Und am Ende würde ich mal schätzen, zu 98% wird bezahlt. Also man muss sich völlig von verabschieden, so von dem Irrglauben, ja, internationales Recht, das sieht ja kein internationales Zahlen und so, das kann ja nicht durchgesetzt werden. Falsch. Das wird aber sehr, sehr gut durchgesetzt, vielleicht sogar besser als staatliche Gerichtsbarkeit. Und vor allem, es funktioniert auch hier wieder so über moralische Mechanismen. Wenn du nicht zahlst, dann bist du auch in der Staatengemeinschaft unten durch. Ja, das ist so moralischer Druck. Dann überlegst du dir das zweimal, dann musst du dafür eine Generalversammlung losgestellt oder du hast ein Problem bei anderen Verhandlungen, bei WTO-Verhandlungen. Und gerade die Staaten, die dann halt diese Klagen gewinnen, das sind vor allem amerikanische Investoren, häufig aber europäische, haben dann auch andere diplomatische Druckmöglichkeiten. Also das Interesse, diese Verträge abzuschließen, ist zweierlei. Das erste ist, dass es vor allem das von Kapital exportierenden Staaten, also klassischerweise Industrieländern, heute ist es aber doch ziemlich gemischt, Investitionen zu schützen. Also Deutschland will seine Investoren schützen, die in Afrika investiert haben. Wir wollen nicht, dass VW da enteignet wird, wir wollen nicht, dass Siemens da irgendwie diskriminiert wird. Das ist unser Interesse, sage ich jetzt mal, also mit uns in Anführungsstrichen. Und das Interesse der anderen Seite, als Kapital importierenden Landes, ist, Investitionen einzulocken. Investitionen anzuziehen. Was auch nicht funktioniert übrigens. Also empirisch gibt es keinen Beweis dafür, dass diese Verträge irgendwie zu mehr Investitionen führen. Gibt es einfach nicht. Aber man glaubt immer noch dran, dass es was bringt. Ne? Es ist auch so ein bisschen dann auch so, mittlerweile gibt es so viele Verträge, dann wollen die Nachbarländer vielleicht auch nachziehen, dann wird auch Malawi einen Vertrag mit der Schweiz haben, nicht nur Burundi, dann wird auch andere und so. Dass dann möglicherweise 20 Jahre trotzdem jemand investiert, ist dann eine andere Sache. Also das ist so diese gegenseitige Interessenssituation, Investitionen schützen, Investitionen anlocken. Aber warum es tatsächlich so gelungen ist, diese privaten Schiedsgerichtsbarkeiten so durchzusetzen und auch so auszubauen, kommen wir ja gleich noch richtig dazu, was für Fehlentwicklung das führen kann, das kann man einfach nicht wirklich erklären. Ja? Das ist auch ein bisschen so wie auch bei uns bei der direkten Demokratie, irgendwann fängt ein Bundesland an, irgendwas zu beschließen, zum Beispiel in Hessen bei der Bauleitplanung, Bürgerbegehren, gibt es erstmal einen Kompromiss, das gilt nicht für die Aufstellung. Und was machen dann drei, vier andere Bundesländer innerhalb von zwei Jahren? Machen wir das Gleiche. Ob das Sinn macht oder nicht, ist völlig egal. Man hat einfach mal irgendwas geschaffen, das ist irgendwie ein Kompromiss, den man machen kann, und dann macht man es einfach weiter. Und solange man selber nicht verliert, ist doch alles gut. Ne? Australien ist das erste Mal, haben sie noch nicht verloren, aber sind beklagt worden und haben gleich gesagt, okay, wir machen das nicht mehr. Wir machen keine ISDS-Sachen sofort. Und die USA zum Beispiel haben noch nie Marx einen einzigen Fall verloren. Sie sind relativ häufig angeklagt. In der Anklage sind also relativ häufig haben sich Schiedsklagen gegen die USA eingelegt. Sie haben bisher in jedem einzelnen Fall gewonnen. Ja. Und ich wage mal vorauszusagen, wenn wir jetzt noch verlieren und auch mal eine Milliarde Schaden zahlen müssen, dann wird es auch in den USA eine ganz interessante Debatte geben dazu. Berufungsverfahren ist noch wichtig. Also das ist eben auch wieder dieser Grundsatz der Endgültigkeit. Es gibt keine Möglichkeit, einen Fall nochmal inhaltlich neu aufzubauen. Und sei noch so fehlerhaft. Und das habe ich mir nochmal angeguckt bei einem Schiedsspruch im Fall Mexiko. Das war wirklich krass, dass wirklich die Fakten völlig falsch beschrieben wurden teilweise im Schiedsspruch. Also es ist nicht einfach, das nachzuvollziehen, wo man häufig die Unterlagen nicht bekommt, aber in dem Fall war das möglich. Und da wurden wirklich
Fakten dargestellt, die einfach nicht stimmten. Das wäre normalerweise immer ein Grund zu sagen, dann gehe ich in die nächste Instanz und lasse die Fakten nochmal neu feststellen. Vielleicht kommt dann nicht ein anderes Ergebnis raus, sondern zumindest halt die Chance, es nochmal überprüfen zu lassen. Das geht hier nicht. Die einzige Möglichkeit, die es gibt, ist, einen Schiedsspruch annullieren zu lassen. Und annullieren lassen kannst du nur bei ganz groben Verfahrensverstößen. Also was weiß ich, wenn du irgendwelche Fristen nicht eingehalten hast, wenn vielleicht doch einer der Schiedsrichter bestochen war oder sowas, was du aber wahrscheinlich nicht nachweisen kannst. Und es gibt nur sehr, sehr wenige Fälle, wo ein Schiedsspruch dann nochmal annulliert worden ist. Ne? Annullieren heißt eben nicht neu aufrollen, sondern nur noch aufheben. Ne? Also er ist dann quasi aus der Welt. Aber es gibt eben keine Prüfungsmöglichkeit. Dann ist wichtig, und das wird auch leider immer wieder aus unseren Seiten falsch erzählt, es ist nicht möglich, mit diesem Verfahren gegen Gesetze zu klagen oder Gesetze oder Maßnahmen aus der Welt zu bringen. Es geht immer nur ums Geld. Es geht ausschließlich um Schadenersatz. Also wenn Vattenfall in Deutschland klagen, geht es um Schadenersatz. Wenn Philip Morris gegen Australien klagt, geht es um Schadenersatz und so weiter und so fort. Dass das dann hoffentlich zur Folge hat, dass eine Maßnahme dann aufgehoben wird oder schon der Druck mit einem Klagenverfahren ausreicht oder eine Drohung ausreicht, ein Gesetz aufzugeben oder zu verändern, das ist ein anderes Blatt. Aber der direkte Weg, der direkte Klageweg ist eben immer auf Schadenersatz. Gut, dann nähern wir uns jetzt auch so langsam schon dem Ende des Investitionsschutzes allgemein. Aber ich will jetzt noch ein bisschen mehr die Praxis nochmal beschreiben, weil ich denke, das ist ja dann auch das Spannende, auch das, was wir möglicherweise in der Kampagne auch immer häufiger verwenden müssen und werden. Und da gibt es eben einfach sehr, sehr viel mittlerweile. Also der erste Streitfall, das fand ich auch interessant, ist erst 1987 registriert worden. Also 1968 gibt es die Möglichkeit von ISDS, aber erst 20 Jahre später gab es zum ersten Mal so einen Streitfall. Ich da ein bisschen daran erinnert mit dem Volksbegehren. Das erste Volksbegehren gab es auch erst in den 60ern, obwohl es das Recht in 14 gibt. Also man braucht anscheinend so ein bisschen, um irgendwas zu entdecken, aber es wurde dann weg. Es wurde dann stärker angewirkt, aber immer noch relativ gering in den 90ern. Und dann ist es richtig abgegangen in den 2000er. Ich habe ja, falls du das noch nicht weißt, eine Doktorarbeit geschrieben über das ganze Thema. Ich habe 2004 abgegeben. Ich habe jetzt gestern noch mal reingeguckt. Und da war es tatsächlich so, bis 2004 gab es 170 Streitfälle. 170. Und jetzt sind wir Ende 2013 bei 568. Das heißt, die Sache explodiert jetzt gerade. In den letzten 10 Jahren, vor allem in den letzten 3, 4, 5 Jahren. Und das macht die Sache auch so gefährlich. Es ist angekommen in der Wirtschaftswelt. Es gibt spezialisierte Anwaltsfirmen, es gibt Prozessfinanzierer, es gibt Berater, die sich darauf spezialisieren, die wissen, dass da Geld zu holen ist, dass man damit eben auch Erfolge erzielen kann. Und es gibt immer mehr Verträge, deswegen gibt es immer mehr Klageverfahren. Es gibt nicht mehr diskriminierendes Staatenverhalten, es gibt nicht mehr Enteignungen, es gibt nicht mehr Auflagen für ausländische Konzerne. Das ist definitiv nicht der Fall. Das schwankt sicherlich immer mal wieder so nach Regierungssituation, aber es ist wirklich nicht so, dass wir eine weltwirtschaftliche Situation haben, wo jetzt Protektionismus oder wir nehmen jetzt mal ausländische Konzerne in die Kandare, dass das jetzt die Regel wäre. Das ist eindeutig nicht der Fall. Das hat andere Gründe, dieser Zufall. Und die Kläger sind überwiegend EU- und US-Konzerne. Das ist dann auch das gefährliche Titel. Ne? Denen, die es jetzt eben anwenden, mehrheitlich, die haben dann nochmal quasi untereinander diesen Vertrag. Bisher gibt es keinen Vertrag zwischen den USA und der EU. Es gibt allerdings zwischen einzelnen EU-Staaten in den USA bilaterale Verträge, aber nur zwischen osteuropäischen Staaten, wo relativ wenige Investitionen sind. Und es gibt Schätzungen, wonach mit dem TTIP dann 75.000 Konzerne oder Investoren, sind aber meistens größere Konzerne, die Möglichkeit haben, diese Klagen zu machen. 75.000. So, und selbst wenn man 0,1% auf die Idee kommt, das zu machen, dann könnte das natürlich schon richtig, richtig viel sein. So, die Gewinnquoten wurden ja schon befragt. Staaten gewinnen immerhin in 43% der Fälle, Investoren 31% und 26% aller Fälle enden mit Vergleich. Aber ein Vergleich heißt ja, da es ja ein Einbahnstraßensystem ist, es kann ja nur der Investor klagen gegen den Staat, heißt das immer, dass der Staat bei einem Vergleich irgendetwas anbieten muss. Ein Beispiel ist das Kohlekraftwerk Hamburg-Moorburg, der Vattenfall gegen den Klag, da gab es einen Vergleich und da wurden eben die Umweltauflagen gelockert. Und daraufhin hat der Vattenfall dann die Klage zurückgezogen. Und das ist eben meistens der Fall, entweder wird dann eben eine geringere Geldsumme bezahlt oder es wird irgendwas aufgehoben, was
Investor stirbt. So, die Schiedsprechung ist tendenziell investorenfreundlich. Also wenn ihr jetzt jemand von der Taktik hättet, der würde sagen, ist total einseitig, soweit würde nicht gehen, aber tendenziell ist sie auf alle Fälle stark gebogen in Richtung Pro-Investorenschutz, mit den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Das ist auch eine ganz bestimmte Sphäre von Leuten, die das machen, die auch, ja. Was so neuere, wirklich problematische Entwicklungen ist, sind die Klagen von Briefkastenfirmen. Da gibt es zum Beispiel den Fall Lone Pine. Das ist ein kanadisches Unternehmen, das eine Niederlassung, aber eigentlich nur wirklich einen Briefkasten in den USA hat. Und dieses kanadische Unternehmen, was wirklich auch in den USA überhaupt keine wirtschaftlichen Aktivitäten hat, hat gegen eine kanadische Maßnahme vor einem internationalen Schiedsgericht geklagt. Nämlich gegen, das war in diesem Attack-Video drin, das ist dieses Tracking-Ding. Das ist Lone Pine. Ne? Und das ist natürlich eine totale Entartung, sage ich jetzt mal, von diesem Verfahren, dass man jetzt noch nicht mal wirtschaftlich aktiv sein muss, sondern dass man einfach nur einen Briefkasten oder eine Adresse haben muss, um es anzuwenden. Das wird mit dem TTIP nicht möglich sein. Nicht, sage ich schon, ja. Das immerhin ist eins von den Punkten, die die EU erkannt hat, noch tatsächlich, zumindest sagt sie das, lösen will, aber das ist jetzt im gesamten Verfahren, eben unter diesem gesamten Investitionsabkommenssystem ein Riesenproblem. So, die Kriegbräuche müssen schnell nachgeben. Komme ich gleich zu. Geklagt wird gegen fast alles, ne? Anti-Tabak-Gesetze, Subventionskürzungen, Fracking-Moratorien, Mindestlohnvereinbarung, Schuldenschnitte. Lest einfach selber weiter. Was interessant daran ist, dass es eine wilde Mixtur aus gesetzlichen Maßnahmen, aus administrativen Maßnahmen, das sind Agenturen, das sind Behörden, das sind teilweise Kommunen, die darüber entscheiden, das sind dann Landkreise, das sind ganze Staaten. Das können auch EZB-Sachen sein. Wenn die EZB, wir haben vorhin gerade beim Essen nur gesprochen, wenn die EZB möglicherweise irgendwas ankündigt oder tatsächlich macht, was Investoren gefährdet, könnte sogar die EZB haben. Oder die EU für die EZB verklagt werden. Also es kommt nicht darauf an, dass jetzt der Staat ein Gesetz machen muss oder dass er irgendwie physisch irgendwo dem Investor wehtun muss, sondern es ist alles, was irgendwie den Investor schädigt und eben unter einer dieser Schutzbestimmungen fällt. Dann quasi auch Leitzinssenkung? Ja, alles. Alles, was an staatliche, an dem Staat, okay, zu all seinen Ebenen zurechenbare Maßnahme darstellt. Manchmal sogar Ankündigung. Also es gibt auch mehrere Urteile, die sagen, dass die Ankündigung bestimmter staatlicher Maßnahmen das Investitionsziel auch verschlechtert hat und legitime Gewinnerwartung schmälert und dadurch müssen wir zahlen. Das gab es auch schon. So, und neben diesen direkten Effekten, also diese Investorengewinne, diese 31%, super. Neben diesen direkten Effekten ist mindestens genauso wichtig, das haben wir auch bei der direkten Demokratie, die indirekten Effekte. Und das ist eben der Chilling-Effekt, den hatten wir eben auch bei der regulatorischen Kooperation schon, der geht hier auch relativ stark, wobei, das liegt bei der Natur der Sache, der schwer nachweisbar ist. Man sieht nicht nachweisen, dass ich als Gesetzgeber ein Gesetz nicht beschlossen habe, dass ich möglicherweise als Planungsstab in einem Ministerium eine bestimmte Maßnahme nicht vorangebracht habe. Ja? Weil viele Drohungen sind möglicherweise gar nicht schriftlich vorhanden, sondern werden telefonisch oder persönlich ein Gespräch ausgesprochen, auch relativ freundlich, könnte ich mir vorstellen. Und dann überlegt man sich das schon. Was das Einzige, was es gibt, um das ein bisschen genauer mal zu untersuchen, sind Interviews mit Regierungsbeamten. Das hat der Güs von Harte gemacht, das ist ein Investitionsrechtsexperte. Und da hat zum Beispiel ein kanadischer Beamter gesagt, seit dem Inkrafttreten des NAFTA sind diverse Gesetze im Bereich Umweltschutz, Sozialschutz, Verbraucherschutz, die geplant waren oder in der ganz guten Planungsphase waren, nicht weitergebracht worden, weil eben vor allem US-amerikanische Konzerne mit einer Klage gedroht haben. Ansonsten ist es ungeheuer schwierig, natürlich nachzuweisen, aber ich glaube schon, dass da in gewisser Weise was dran ist, vor allem wenn du einfach verloren hast. Ne? Wenn du einfach verloren hast, entweder sagst du ganz klar, ich gehe jetzt raus aus dem Verfahren. Also kündige mein Abkommen, was aber dann eben auch Jahrzehnte dauern kann. Oder aber ich schließe jetzt noch nichts mehr, was potenziell zu einer neuen Zahlung führen kann. Das ist eben die ganz große Gefahr. Dann eben auch die Demokratiegefahr, dass darüber natürlich eine freie, unabhängige Gesetzgebung einfach auch beeinträchtigt wird. Jetzt würde ich gerne, weil es doch schon, was war beim Thema Hostel Wagen, ein bisschen länger dauert,
euch nochmal drei Fallbeispiele zeigen. Nochmal, es gibt viele, viele weitere, aber das sind so drei krasse. Das ist natürlich ein bisschen fies von mir, leicht populistisch zugespitzt ausgedrückt, aber das mögt ihr mir verzeihen. Wir sind ja hier nicht an der Uni, sondern in einer politischen Initiative. Also, der erste Fall, Occidental gegen Ecuador. Das ist das Verfahren mit der bisher höchsten Schadenersatzsumme, die jemals ein Gericht oder ein Schiedsgericht verlangt hat. Mir geht es gar nicht so sehr darum, jetzt genau nachzuvollziehen, ob Ecuador irgendwie falsch war. Ich kann das gar nicht beurteilen, ich habe dazu jetzt zum Fakt gar nicht viel geschrieben. Also es geht nur darum, dass der Konzern Occidental irgendeinen Vertrag nicht erfüllt hat, also einen privatrechtlichen Vertrag. Und daraufhin hat Ecuador die Ölförderlizenzen widerrufen und hat dann auch tatsächlich die Polizei zu den Öltürmen hingeschickt und das Eigentum auch erstmal so eingesammelt und so weiter. Also wirklich ziemlich krass. Und dann hat der Konzern überraschenderweise geklagt und hat Recht bekommen. So, was jetzt spannend daran ist, das Schiedsgericht hat erstmal gesagt, ja, der Konzern hat tatsächlich sich vertragswidrig verhalten. Also es lag tatsächlich ein Fehler vor von Occidental, aber Ecuador hätte einfach andere Maßnahmen finden müssen. Er hat sich unverhältnismäßig verhalten. Und unverhältnismäßiges Verhalten ist eigentlich nicht unbedingt klar geworden. Also wenn ihr euch an diese materiellen Schutzbestimmungen erinnert, das läuft dann alles über diese Auslegung dieser Klausel faire und gerechte Behandlung. Also wenn es unverhältnismäßig ist oder unerwartet oder legitime Erwartungen werden enttäuscht, dann ist es eine unfaire Behandlung. Und das hat eben dann dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, ihr müsst zahlen. So, und dann hat das Ganze einen Wert von 1,7 Milliarden Dollar Schadenersatz, 2,4 Milliarden inklusive Zinsen und Verfahrenskosten. Und das ist der Sozialetat Ecuadors für 15 Jahre. Das sind 3% des Bruttoinlandsprodukts, also in der Volkswirtschaft. Und wenn wir Volkswirtschaft und Bruttoinlandsprodukt hören, dann denken wir meistens so Dimensionen, so Wachstumsraten von 0,2, 0,5% und sind ein totales Häuschen und freuen uns tierisch, dass die Wirtschaft wächst. Und wenn wir die 3% sehen, das ist einfach gigantisch. Ne? Also ich habe das nicht umgerechnet auf Deutschland, aber ich schätze mal, das ist bestimmt das Zehnfache oder so. Ja? Könnte man mal machen, das wäre mal ganz interessant. Was meint ihr, was hier los wäre, wenn die Bundesrepublik Deutschland zu einer Schadenersatzzahlung von 20 Milliarden Euro oder nur von 5 Milliarden Euro verurteilt würde? Ne? Also dann würden wir sofort über Vertragsreform nachdenken. Ja genau, Vattenfall. Vattenfall hat zweimal in Deutschland geklagt, was ihr das wisst. Ne? Einmal wegen den Auflagen, Hamburg und Rundhof, und die zweite Klage läuft noch. Das ist gegen den Atomausstieg. So, und da geht es um 3,7 Milliarden Euro. Aber das ist das, was der Konzern haben will. Das wird dann, wenn die überhaupt Recht bekommt, dann immer sehr viel niedriger sein. Aber trotzdem, die geht schon mal sehr, sehr hoch. Also 3,7 Milliarden Euro ist auch schon einer der höheren Klagesummen, die es so gibt. Eine Großteil der Summe, das sind, glaube ich, über 2 Milliarden, es sind 2,5 Milliarden, ergibt sich aus entgangenen Einnahmen in der Zukunft. Das heißt, ich sage, ich hätte mit dem Atomkraftwerk doch auch noch bis ins Jahr, keine Ahnung, 2020 oder so Strom erzeugt, den Verkauf und habe zum Börsenpreis mal angerechnet, vielleicht noch ein bisschen eine Kurhöhe gesetzt und das ist entgangen. Das will ich wieder haben. Und wie wir auch gleich noch sehen werden, wird es leider auch manchmal tatsächlich zur Grundlage von Schiedssprüchen genommen. Der geringere Teil ist tatsächlich die Entwertung der Wert der Investitionen, also der Wert der Atomkraftwerke, die dann nicht mehr betrieben werden können. Das sind über 800 Millionen Euro oder so. Die sind ja sowieso, die ganzen AKWs sind ja alle schon abgeschrieben. Die sind ja uralt, die meisten. Da wird gar nicht viel investiert. Das sind eigentlich mehr oder weniger veraltete Technologien. Die sind nicht fürchterlich viel Geld wert. Es geht halt darum, was man damit an Einnahmen oder Gewinnen erzielen muss. Und dann kommst du halt auf weit ein bisschen mehr in dem Fall. Und interessant fand ich noch die Begründung. Ich hatte ja vorhin gesagt, Diskriminierung ist ja eins von diesen Schutzbestimmungen. Das spielt aber in der Praxis nicht so starke Rolle. Und hier behauptet man im Fall tatsächlich diskriminiert worden zu sein. Und zwar sagen sie, ja, der Atomausstieg gilt für alle, auch für Deutsche, aber nur wir haben ja alle Atomkraftwerke stilllegen müssen. RWE und E.ON durften ja einige im Netz haben. Dass der Atomausstiegsbeschluss damit überhaupt nichts zu tun hatte, weil die haben sich auch mit den Laufzeiten angeguckt und dann gesagt, welches AKW die längste Laufzeit hat, muss dann abgeschaltet werden. Völlig egal, wer das besitzt, steht auf einem anderen Blatt und sagt, nö,
die werden ja komplett entwertet oder enteignet und eher nicht, also lassen sie verdiskriminiert worden. Ob sie damit durchkommen, ist aber wirklich noch sehr, sehr fraglich. So, und dann war eben die Frage von Sarah, was ist da mit dem Haushalt? Wer hat das mit dem Haushalt mittlerweile schon eingeplant? Im Bundeshaushalt sind 6,5 Millionen Euro nur für die Prozesskosten drin. Die kriegst du nicht wieder. Also auch wenn Deutschland das Verfahren gewinnt, kriegst du die Prozesskosten, glaube ich, nur zu einem kleinen Teil wieder. Das heißt, die Kohle ist weg. Weil das Prinzip des Schiedsgerichts verkleidet ist. Jeder trägt seine eigenen Kosten, jeder bringt seinen eigenen Richter. Und interessant ist, es gibt bereits ein Urteil in dem Fall. Es gibt ein Urteil im Fall Deutschland, aber niemand weiß, was da drin steht, weil das ist geheim. Das ist ein Schiedsspruch zu prozessualen Fragen. Es gibt heute so formale Fragen, die vorher entschieden werden. Und der ist nicht veröffentlicht. Also, einen habe ich noch, der ist auch lustig. Al-Karafi in Libyen. Al-Karafi in Libyen, das ist ein kuwaitischer Investor, der hat 5 Millionen Dollar in ein Tourismusprojekt in Libyen investiert, hat aber nie ein Goldmine-Projekt. Warum auch immer. Libyen hat dann die Projektrealisierung verhindert. Ob gerechtfertigt nicht, ist mir völlig egal. Der Investor hat Libyen verklagt wegen entgangener Gewinne für 83 Jahre. Also natürlich sehr marktwirtschaftlich. Ne? So, und der ganze Schiedsspruch, aus dieser 5 Millionen Investition wird ein Schadensersatz von 935 Millionen Dollar. Das ist kein Scherz, das ist absolut wahr, das ist die zweitbeste Kompensationssumme bisher. Das ist ein Urteil aus dem letzten Jahr. Es beruht auf so einem arabischen Investitionsabkommen, es gibt auch noch solche regionalen Abkommen. Und was ich da gelesen habe, dass da möglicherweise auch reingespielt hat, das war wohl nachdem auch die NATO in Libyen interveniert hat, sagen wir es mal so, dass man eben auch wieder so ein bisschen das Investitionsklima herstellen musste. Nach dem Motto, hey, Libyen ist doch eigentlich ein gutes Land für Investitionen, gerade für die Araber, ne? Die können zum Beispiel stark investieren, Ölland, ne? Ölgeschäft. Wobei das jetzt kein Ölprojekt war, aber dann für andere Investoren, dass man dann auch so ein bisschen das Klima, den Ruf beherrscht. Und dafür spricht auch ein bisschen für diese zugegebenermaßen steile These, die nicht von mir ist, ich habe gelesen, dass tatsächlich in diesen 935 Millionen 30 Millionen für Rufschädigung sind. Also du investierst 5 Millionen und kriegst 30 Millionen nur dafür, dass dein Image möglicherweise beschädigt worden ist. Also es ist total absurd und der Großteil ist aber tatsächlich für diese entgangenen Gewinne und tatsächlichen und sicheren entgangenen Gelegenheiten. Das zitiert zumindest Pierre Eber so. Das muss ich aber sagen, ist wirklich ein absolut krasser Fall, das ist ein Ausnahmefall, das ist absolut nicht die Regel. Ne? Aber das gibt es eben auch. Das gibt es eben auch, was schon häufiger vorkommt in Schiedssprüchen, dass tatsächlich auch geguckt wird, was hat ein Investor denn möglicherweise an Gewinnen gehabt in der Zukunft, sicherlich nicht für 80 Jahre. Ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Zeitspanne gibt und dann wird das schon manchmal so ein gewisser Wert zugrunde liegen, ist aber deutlich geringer und steht natürlich in einem anderen Verhältnis zu der investierten Summe. Letzter Punkt jetzt. Aber das ist noch wichtig, denke ich mal, weil das wird dann immer der Konter sein. Die EU sagt jetzt schon immer, stimmt, es gibt Probleme mit dem Investitionsschutzsystem, zum Beispiel Briefkastenklagen, Intransparenz und so weiter. Und wir haben verstanden. Wir wollen das auch nicht. Wir wollen das auch nicht, wir wollen das ändern. So, und das sagen wir halt ständig. Ne? Und sagen, ja, wir wollen ja nicht diesen klassischen Investitionsschutz, wir wollen einen reformierten Investitionsschutz. Dieser reformierte Investitionsschutz steckt auch in dieser Konsultation drin. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt jemand angeguckt hat, die EU macht ja gerade so eine Konsultation zum Investitionsschutz. Und da stehen eben verschiedene Texte drin, das ist so dieser neue Reformansatz. Das Interessante daran ist, es ist gar nicht neu. Und es ist gar nicht von der EU, sondern es ist das, was schon lange im Rahmen der NAFTA gemacht wird, zwischen der EU und den USA. Also schon seit ungefähr 10, 12 Jahren. Und was die neueren amerikanischen Verträge auch schon machen. Das heißt, die EU schmückt sich hier mit einer Reformagenda, die eigentlich aus den USA in dem Fall tatsächlich stammt, beziehungsweise im Rahmen von Mexiko, Kanada, USA schon längst aufgegriffen worden ist. Gut, aber kann man sagen, ist ja egal, wer es erfunden hat. Schauen wir uns mal an, ob es wirklich besser wird. Da muss man jetzt wirklich relativ genau sein. Und ich finde, man muss einräumen, es gibt tatsächlich Verbesserungen. Es gibt Verbesserungen. Es wird zum Beispiel Transparenzverpflichtungen geben. Es soll öffentliche Verhandlungen geben. Es soll öffentlich zugängliche Schiedsbrüche geben. Und möglicherweise sogar Zugang für NGOs. Wobei ich den letzten Punkt nicht so wichtig finde, aber die anderen sind sehr wichtig. Also das steht explizit drin, wobei dann auch gleich dabei steht, natürlich müssen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse geschützt werden. Da kommt es natürlich sehr auf die Ausgestaltung an, was alles.
des Betriebs Geschäftsjahres. Wenn dann, was es auch manchmal gibt, so Urteile hat, wo die Hälfte schwarz ist, dann kannst du dann auch nicht mehr anfangen. Aber zumindest haben sie gesagt, es gibt mehr Transparenz. Klagen von Briefkastenfirmen sollen nicht mehr möglich sein, das will man mit folgender Regelung verhindern, nämlich mit einer sogenannten Substantial Business Activities Klausel. Das heißt, es muss ein Investor über substanzielle Geschäftstätigkeiten in einem Land verfügen. Was das nun genau heißt, wird er wahrscheinlich auch wieder Schiedsgericht festlegen. Ja. Aber ganz sicher wird es nicht mehr ausreichen, dass man einfach nur eine Adresse hat. Weil das kann man, glaube ich, mit Sicherheit sagen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass man dann einen Aktienanteil, 1% wert hat, als ein amerikanischer Investor an einem, keine Ahnung, deutschen Unternehmen, dann kann man irgendwie einen deutschen Vertrag anwenden. Das kann natürlich trotzdem dann weiterhin sein, aber zumindest reine Briefkastenklagen wird es dann noch nicht mehr geben. Und das ist auch sinnvoll, die Unternehmen überteilt zahlt über die Gerichtskosten. Okay, was auch ein gewisses Eigeninteresse. So, und deswegen bei der Verfahrensfrage, es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch nicht schlecht sind, gibt schon einige Fortschritte. Ne? Was ist aber zum Beispiel nicht, das kommt später. Genau. Ja, dann gehen wir zu den materiellen Sachen, ne? Also zu möglichen, also dem, was wirklich die Rechte konstituiert. Da muss man sagen, bleibt es dabei, dass alle weitgehenden Schutzrechte drin sind. Alle Nichtdiskriminierung, fehlende Rechtebehandlung, Enteignung, indirekte Enteignung, also Schutz, diese Schirmklausel, Leistungsauflagen, ist alles drin. Der einzige signifikante Fortschritt, der ist aber wirklich wichtig, glaube ich, ist bei der indirekten Enteignung. Und da haben sie wirklich eine Regelung gefunden, wo sogar die kritische NGOs sagen, das ist wirklich eine Verbesserung. Ich frage jetzt nicht, wie es genau lautet, aber also indirekte Enteignung werden wirklich noch ganz klar und ausnahmsweise Fälle eingeschränkt, in denen ein staatliches Gesetz nur so unerträglich ist, dass der Geschäftsbetrieb nachhaltig geschädigt wurde und so weiter und so fort. Aber auch da muss man dann auch ganz klar sagen, das ist dann erst das geschriebene Recht. Und wie es dann angewandt wird durch die Tribunale, Schiedsgerichte, die ja jahrzehntelang jetzt ganz anders gedacht und entschieden ausgelegt haben, muss man erst mal sehen. Also es ist immer noch heikel. Und wie gesagt, es gilt nur für die indirekte Enteignung. Also was sogar noch schlimmer werden soll, wenn die Analyse stimmt, ist diese faire und gerechte Behandlung, das wird sogar noch ausgeweitet. Und auch diese Schirmklausel ist da mit drin. Also nur die Enteignung werden ein bisschen softer. Und der vorletzte Punkt, leider auch sehr ärgerlich, nach wie vor bleibt es dabei, dass der nationale Rechtsweg nicht ausgeschöpft werden muss. Das heißt, du kannst als ausländischer Investor sofort zum Schiedsgericht gehen, du musst nicht erst den staatlichen Weg, den staatlichen Rechtsweg ausschöpfen. Im CETA-Vertrag, das finde ich nochmal ganz interessant. Also erstmal ist da ISDS drin, ne? Also unsere Kritik, die wir im TTIP haben, gilt eben auch für CETA nachweislich, weil da haben wir schon den Vertragstext, der ist geleakt worden, da steht das alles drin, auch in diesen reformierten Geschichten. Ja, da wird sogar ein neues Verfahren entwickelt, nämlich ein Einzelrichterverfahren. Das heißt, da gibt es kein Dreiergremium mehr, sondern einen Richter. Dann darfst du ein völkerrechtsverbindliches Urteil erlassen. Das ist super, ne? Das wiederum gilt dann nur für kleine und mittlere Unternehmen. Damit wollen sie ein bisschen diesem Vorwurf entgegentreten, das ist ja ein Instrument für Großkonzerne. Das ist aber totaler Quatsch, weil erstens kann auch jetzt schon jeder Investor, egal wie groß oder klein er ist, diese Verfahren anwenden. Ne? Jetzt wird halt hier ein weiterer Weg geschaffen. Das ist auch gedeckelt. Ich glaube, es gilt nur bis zu Schadenssummen von 5 Millionen Dollar oder irgendwas. Ne? Aber dadurch wird natürlich eine weitere, vielleicht sogar eine klare Welle ausgelöst. Weil wenn dann... Ganz klar, das ist ein Verfahren auch für kleine Unternehmen. Da kann die Handelskammer ihre ganzen Unternehmen darauf hinweisen. Das kann man auch mal versuchen. Das geht auch alles ganz schnell. So, ne? Da gibt es nur einen Richter, mit dem ich umschlagen muss. Also das ist, halte ich für hochgradig kompliziert und gerade schwierig, das kann man überhaupt nicht einschätzen, wie sich das auswirken wird in der Praxis. Ich denke aber, die meisten Sachen sind klar geworden. Wir sagen ja immer, dass diese Investitionsschutzverfahren, insbesondere ISDS, eben Demokratie und rechtsstaatliche Standards gefährden. Demokratie vor allem deshalb, weil eben auch durchaus legitime staatliche Gesetzgebung oder öffentliche Maßnahmen auf jeder staatlichen Ebene, von der EU bis zur Kommune, unters Kreuzfeuer genommen werden kann, weil die indirekten Wirkungen, die Chilling-Wirkungen dazu führen können und teilweise auch schon dazu führen, dass neue Maßnahmen beschlossen werden. Und rechtsstaatlich, aber hier, das muss man glaube ich nicht großartig erwähnen, das ist ja eben durch die Reformagenda, gibt man das auch zu, weil diese jetzigen Verfahren
so viele Verfahrensprobleme haben, intransparent sind, mit vielen Interessenkollisionen versehen sind, zu hohen Zahlungen führen können, dass dadurch eben auch die Rechtsprechung unterlaufen wird, und das wollen wir nicht. Deswegen lehnen wir das ab im Rahmen von TTIP und CETA. Und ich glaube, dass wir, solange das auch drin bleibt im Vertrag, was ich nicht hoffe, ne? Also so taktisch und noch nichts dran, aber wenn das drin bleibt, können wir sagen, dass wir es irgendwann rausnehmen, dann haben wir, glaube ich, alle Legitimationen der Welt, zum Beispiel mit der Europäischen Bürgerinitiative und mit anderen Aktivitäten, dagegen vorzugehen. Wir müssen uns natürlich nicht großartig verbiegen über Klohühnchen und Gentechnik indirekt zu Demokratieproblemen kommen, sondern dann können wir einfach hier das angreifen, das reicht als Futter, auch als reformierten Ansatz, alle mal aus, um da sauber durchzukommen.